Die Sache war ja einfach Feuer. Es ist nur auch noch. Entschuldigung, ich bin Mitglied der Idealistischen Partei für den Weltfrieden und ich sammle für die Gehirnwäsche von Nazis. Vielleicht haben Sie eine kleine Spende oder so? Geiler Tag, ey. Ich hab einen Lolli über die 8 Treppen gezogen, Mann. Das ist auch ein geiler Lolli. Mann, ey. Das war ein Lolli über die 8 Treppen. Kennt ihr die da drin? Kommst du? Nee. Ein super geiles Konzert. Wann denn? Du hast den Arsch aus dem Nest geschlüpft. Was ist Django nicht? Schnell, hinten kommen die Mädchen wieder vom Jugendamt. Was? Los, beeil dich! Wo denn? Na, da hinten! Total witzig, echt. Du bist doch von zu Hause abgehauen, oder? Geht dich nichts an, oder? Ich meine ja nur. Pass auf dich auf. Oh, danke, Papa.
Hey Joe, alles klar? Na klarer als bei dir. Scheiße, Mann, der geilste Arsch, wo rumlauf. Weißt du, der meint das nicht so. Was ist denn wir? Du kennst ihn? Dein Hund hier? Nee, ich hab ihn nur zum Quatsch. Achso. Da vorne, guck mal. Das ist doch eine Fascho-Van. Habt ihr da vorne die scheiß Faschos gesehen? Den ganzen Helfer sich zu verpissen. Dass sie sich überhaupt hier hintrauen. Früher muss man nur Punk sagen, da war nicht schon weg. Komm an, ey, sind mein Vater. Blasen. Sag mal, Joe, hast du eigentlich einen Freund? Weißt du, Joe, wir treffen immer ein bisschen scharf auf dich, ehrlich. Ach, bist du bescheuert oder was? Wo willst du denn hin? Die Party fängt doch erst an, Joe. Hey, kannst du kurz Schlange halten? Hey, Engel, mach das. Hey, willst du etwas mit der Fasche bauen? Hallo, Joe! Zigarette? Was läuft denn hier für ein Film, hä? Der ist irre, der Typ. Total irre. Der möchte was aufs Maul. Feuer? Kommst du mit? Die Alte bewegt ihren Arsch keinen Meter von hier. Ist noch irgendwas? Fick sie doch, die Fotze ist innen und wir sehen uns. Wir sehen uns, Frank! Wir sehen uns, Frank! Ich kann sie erst aus! Du siehst es, Ende! Typen voran. Du bist wirklich eine Faschobraut, oder? Quatsch. Ich kenn die halt. Bei mir im Viertel gibt's fast nur Glatzen. Hier. Kannst du mir den Eimer noch reingeben? Klar. Hey, rein da. Hallo? Hier oben. Was da, komm. Was da? Wo willst du eigentlich hin? Weg. Wohin? Am liebsten ans Meer. Meer ist okay. Aber ich bin bald in den Bergen. Ja, ich hatte was vor. Ich will eine Kommune aufziehen. Eine Anarcho-Kommune. So mit Kühen und Schafen und einem eigenen Garten. Ja, so Selbstversorger-Style, weißt du? Es gab schon mal in den 70ern, das hat damals nicht so wirklich funktioniert, weil die waren einfach keine richtigen Anarchisten. Man braucht da wirklich coole Leute für. Will ich mitmachen? Prost. Leg dich hier. Wohnst du allein hier? Maria pennt manchmal hier. Deine Freundin? Nee. Mein bester Kumpel. Eigentlich mag ich Schwule und sowas ja nicht so. Aber Maria ist echt in Ordnung. Thank you.
Zähneputzen scheiße. Vor allem abends, es verdirbt den ganzen guten Geschmack. Mann, war gerade nicht so toll. Ist ja süß. Wie heißt denn die? Das ist ein Er. Django. Und du? Joe. Eigentlich Johanna. Aber ich heiße auch bescheuert. Engel. Das ist eigentlich mein Nachname. Und dein Vorname? Hab ich vergessen. Ich hab doch gesagt, du sollst schlafen. Leg dich hin. Riecht was? Nee. Ich bin nur blinder als ein Maulwurf. Glaube ich nicht. Wieso trägst du dann keine Brille? Ich setze mich immer drauf. Und außerdem sehe ich scheiße aus mit Brille. Glaube ich nicht. Warum bist du eigentlich abgehauen von zu Hause? Halt so. Verstehe. Ich glaube, ich bringe ihn mal pennen. So, ab ins Bett. Na los. Du musst auch noch irgendwo schlafen, ne? Ich mach schon. Nee, nee, geht schon. Ist es okay so? Klar. Cool. Schläfst du schon? Ja. Irgendwie kein Auge zu. Darf ich dir einen Kuss geben? Was ist denn? Ich dachte, du hast keinen Freund. Ich muss einen Typen erst länger kennen. Ich meine, beim ersten. Ja, klar. Ich muss sowieso nochmal los. Gucken, was die Jungs machen. Nacht. Ey, warte, sag mal. Oh Mann, oh no. Es gibt hier. Hi. Hi. Alles okay? Oh, kann ich vielleicht auch einmal machen? Willst du einen Schluck Bier? Danke. Der ist aber süß. Wie heißt denn der? Rasta. Und du? Spasti. Ringo. Vicky oder was? Keine Ahnung, ich glaube, das steht nicht auf mich oder so eine Scheiße. Yay! Das ist echt ein Spinner. Hey, du bist Joe?
Hi, Asi. Hi. Und? Was machst du denn hier so? Keine Ahnung, was machst du denn? Ich treffe mich mit Engel. Ich treffe mich mit Engel. Halt's Maul. Nur damit du es weißt, wir hatten heute Krach. Nur deswegen hat er dich mitgenommen. Noch Fragen? Mach dich mal locker, Kleine. Voll das Wunschdenken, die Frau. Lass mal. Ich muss noch was erledigen. Jetzt hör endlich auf mit dem Scheiß! Yay! Voll auf Drogen, ist scheiß Arsch. Komm mal, jetzt hör doch mal bitte auf. Yay! Yay! Dass ich immer so eine Show abziehen muss. Ist doch cool, wenn er Bock drauf hat. Hör jetzt auf! Komm mal runter! Yay! Bingo! Alles klar? Wie kann man bloß so blöd glotzen? Was bist du denn für ein Arschloch, Mann? Ey, antworte mal, Wichser! Hey, verpisst euch! Hey, lass ihn in Ruhe! Lass ihn in Ruhe! Ficht euch doch beide! Wahnsinn! Wo ist denn jetzt hin? Keine Ahnung, was erledigt. Hey! Hey! Hau ab! Lass mich! Mann, ich will doch nur... Wenn du mich noch einmal anfasst, dann bring ich dich um! Bist du bescheuert? Ja, guck doch, wie du alleine klarkommst! Kein Problem. Tausendmal besser, als von dir begrapscht zu werden. Hey, was machst du da? Hey. Hör auf! Tut mir leid, okay? Okay. Was? Ja, das mit Asi. Ich wollte sie halt eifersüchtig machen. Ich bin ein Idiot. Stimmt. Ich hol mir öfters was, das ist ja Selbstbedienung. Dann los, komm her. Die ist ja total nass. Zieh die mal aus. Tada! Hier. Du kannst die Sachen drunter ausziehen und ich mach die dann trocken. Thank you.
ist doch sowieso nichts, oder? Nee. Ist dir nicht kalt? Nee. Quatsch, du bist ja total nass. Scheiße und so. Jetzt schon? Mindestens 100 Jahre oder so. Das ist nicht dein Ernst, oder? Doch. Ich habe mir das fest vorgenommen, auch wenn ich nicht mehr zu Hause wohne. Schule könnte ich mir echt nicht mehr geben. Außerdem wollte ich uns ein Frühstück organisieren. Frühstücken war noch 100.000 Mal. Komm gleich danach zum Brunnen, okay? Zum Brunnen, wann? In eins. Nimmst du was da? Ja, klar. Pass gut auf den auf, ja. Bleib hier. Bleib hier, Rasta. Ich muss kommen. Lass mich. Hobby ist weg. Ich schwör's dir diesmal wirklich. Ist jetzt deine neue Masche zu schwören? Aber das wolltest du doch! Hast du ihn rausgeschmissen? Oder hattet ihr bloß Krach? Komm wieder nach Hause. Ich kann jetzt nicht allein sein. Ist von selber weg, stimmt's? Ist echt ein Knall. Fahren Sie bitte am Dom vorbei. Hey! Mann, bitte! Sag doch mal auf! Hast du Engel gesehen? Bitte! Du musst ihm sagen, dass Joe erst morgen kommt, okay? Hallo! Hast du das verstanden? Joe kommt erst morgen, okay? Ich hab's ja verstanden. Wenn du
Es tut mir so leid. Ja, Mann. Wie soll ich das nur wieder gut machen? Schlaf einfach eine Runde. Wenn ich aufwach, bin ich da. Weißt du irgendwie, wie viel Uhr es ist? Der Zeit. Sag mal, hat keiner vielleicht eine Uhr oder was? Oh, ich hab keine Uhr. Du hast immer eine Uhr, oder? Nee, die ist weg. Wieso ist denn die weg? Ey, bloß keine Panik. Gib mir auf! Kommt schon. War ihr wohl selbst nicht gestern, ne? Halt's Maul, okay? Gib mir mal einen Zug, Mann. Oh, jetzt. Mann, Zug, ey. Mach auf zu nerven. Ich geb dir auch einen Kuss. Weißt du mal, wo sie wohnt? Oh, Mann, jetzt mach doch nichts zum Stress wegen der Alten. Hey, Mann, Engel ist verknallt. Mann, ich bin nicht verknallt. Ach, verpiss dich. Arschloch. Vielleicht ist irgendwas passiert. Ach Quatsch, die sitzt zu Hause in Gut Marienhof. Fickt euch! Es ist viel passiert. Oh, nichts bleibt mehr gleich. Nichts bleibt beim Alten wie grad. Bin froh, dass er weg ist. Meinst du, wir schaffen das? Klar. Solange du dir nicht gleich den nächsten Idioten suchst. Ganz bestimmt nicht. Ich muss jetzt auch noch mal gleich. Ich hab noch ein bisschen. Nein. Ich hab einen Jungen kennengelernt. Und? Sieht er gut aus? Klar. Ich stell dir den vielleicht auch mal vor, Bert, aber jetzt muss ich ja echt hin. Jetzt. Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Mama, ich kann doch nicht ständig hier bleiben. Muss doch nicht. Jetzt hör doch auf mit den Dingern. Hör auf. Komm, du hast schon viel zu viele davon genommen. Echt. Komm, nein, spuck die aus. Spuck die aus. Mann, du blöde Kuh. Siehst du, das hast du nur davon. Die Tomatos hat dich voll verarscht. Hey, ich liebe dich. Nur ich, verstehst du? Das ist auch.
Tut mir leid, Schatz. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es tut mir einfach leid. Nein. Verschwinde. Für dich habe ich auch was, Johanna. Mama. Schick ihn weg. Joe. Mama. Du hast es mir versprochen. Bitte. Schick ihn weg. Johanna. Du bist echt das Allerletzte! Habt ihr Engel gesehen? Hey, du weißt nicht, was los ist, oder? Ringo ist tot. Wo warst du? Gib mir erstmal einen Kuss. Sag mal, wo du warst. Jetzt bin ich doch da. Wo warst du, verdammte Scheiße? Engel, was ist denn los? Sag mir, wo du warst. Zu Hause. Zu Hause. Bitte, ich hatte... Ey, Mann, ich bin kaputt gegangen. Du hast dich einfach verpisst, du bist einfach abgehauen. Ich musste nach Hause, das war der Horror. Ach ja, und was ist mit mir? Das ist dir scheißegal, oder was? Hör mir doch erstmal zu, ich muss dir was sagen. Okay, sag's mir. Meine Mutter, die ist total auf Tabletten, ich bin nicht so... Ey, wen interessiert denn bitte deine Mutter? Bin ich dir total scheißegal, oder was? Ich hab ein Blech geraut wegen dir! Ja, das ist scheiße, aber hörst du mir überhaupt zu? Hörst du mir überhaupt zu? Mann, ich hab ein Blech geraut, das ist Gift für mich! Ich war mal ein Junkie! Was? Ja! Mann, Engel, ich glaub das einfach nicht! Mir geht's total dreckig und du drehst durch wegen so einer Mini-Lapalie! Mini-Lapalie, aber bist du bescheuert? Was soll das hier sein für eine perverse Show? Das brauche ich echt nicht, ich hab genug Probleme, dann bring dich doch um, du Arsch! Nee, hey, der könnte ihn höher ziehen, auf jeden Fall, das wäre wesentlich besser. Robert, ich bin so sexy. Janine. Ja. Ich heute Abend auf die Party. Ja, auf jeden Fall. Hey, kriegt man Stuck. Hey, good stuff. Ey, mir ist voll durchgeknallt. Die haben sie gerade abgeholt. Lass dich nie mit dem Junkie ein, sonst bist du selber einer. Weißt du vielleicht was, wo ich heute Nacht pennen kann? Ein paar von uns pennen zur Zeit in der alten Fabrik, aber es ist scheiße kalt. Hast du einen Schlafsack oder so? Ich weiß sowas. Mann, das ist ein Leben, ne? Mann, warum ist denn der so? Engel. Typisch Heimkind eben. Was, Engel ist ein Waise? Nee, seine Eltern haben ihn da reingesteckt. Normal. Oder wieso bist denn du von zu Hause weg? Stress gehabt. Und du? Auch. Scheiß drauf. Jeder sind jetzt allein. Was kann denn noch schöner sein? Die Männer lassen mich zufrieden. Jetzt kann ich mich selber lieben. Doch ohne Mann kann ich nicht sein. Ich zieh mir einen Porno rein und schau mir all die Schönen an, damit ich's mir besser machen kann. Yeah! Ich schlafe mit mir selbst. Ich wohne an dir drin. Ey, meine Eltern! Ich bin zu Spanner!
Kannst du da überhaupt schlafen? Klar. Das ist gar nicht so unbequem. Das ist echt bequemer, als es aussieht. Danke. Mein herzlichstes Beileid. Was gibt's denn so blöd zu glotzen? Süßherz, du siehst vielleicht scheiße aus. Genau, für den Scheiß. Ja, du auch mit dem Scheiß. Was ist denn los? Lass dich nicht rein? Zwischen genug heulende Fressen. Wollen wir die nur extra angucken. Hey Mann, Ringo verabschieden und so. Hab ich schon. Ihr seht vor eurem geistigen Auge. Kai-Uwe als Knabe fröhlich durch den Garten der Großeltern holte. Was war denn Scheiße? Dann, liebe Eltern, liebe Trauernde, das war mal gut, die Erinnerung zu trösten. Wir müssen einen Weg finden, uns wieder dem Leben zu öffnen. Mann, als Bauleiter, ich kratze sein! Scheiße! Engel! Scheiße, alles. Ich liebe dich. Ich dich erstmal. Geh nie wieder weg, okay? Nie. Ich bin komplett durchgedreht, weil ich hatte so Angst, dass du nicht mehr wiederkommst. Ich will einfach keine andere Frau in meinem ganzen Leben nicht, okay? Ich will auch keinen anderen Mann mehr. Frau werden in guten wie in schlechten Zeiten. Bist du blau oder was? Nee, wir wissen nicht. Doch, klar. Aber dann brauchen wir Ringe und so. Hoffe ich dir. Ja! Ja, Papa! Ich bin meine Oma mit der coolsten Frau auf der ganzen Welt! Johnny's always running around, trying to find certainty. He needs all the world to confirm that he ain't lonely. Mary counts walls, knows he tires easily. Johnny thinks the world would be right if it were by truth from him. She made her bed. Eigentlich, dass wir heute genau eine Woche zusammen sind? Uhu. Ich geh mal kurz Zigaretten holen, okay? Okay. Steck mal ein. Eine.
Woche ist eine Woche, oder? Anjango, kannst du mal aufhören zu schmerzen? Hey, ist das nicht die Kleine? Engel. Schatz, lass uns mal weitergehen. Engel, wo warst du? Guck mal, wir sind verlobt. Schatz, bitte. Au, oh, sag mal, spinnst du? Ey, hallo, das ist Maybrick. Bist du bescheuert? Mach doch mal was. Ich hab dir gesagt, dass ich dich liebe. Wegen mir habe ich ein Blech geraucht. Hey, stopp mal kurz. Ja, lass uns mal was klarstellen hier, okay? Hey, ich bin die Jungfrau! Hey, Schatz. Schatz, keine Ahnung. Ich war super draufgeschickt. Ich hab davon überhaupt nichts mitbekommen. Wirklich. Das ist einfach passiert. Es tut mir leid. Ich hab keine Ahnung, was. Gekommen seid. Ey, wo ist ein Engel? Ob der Wolf oder ein China fällt einen Sack um. Darf ich mich hier auch mal so ein bisschen rankuscheln? Ja, klar. Okay. Ich muss mal. Verpiss dich! Mann! Thank you.
cool, dass du da bist. Ich bin schwanger. Geil! Cool! Wir kriegen so, wie cool ist das denn? Das Kind ist vielleicht nicht von dir. Wen denn dann? Weiß nicht. Hör mal zu. Ich bin sein Daddy, okay? Und er wird in den Bergen aufwachsen. Ohne Stress und ohne Hektik und den ganzen Müll, klar? Okay? Du siehst echt scheiße aus mit Brille. Dass für mich und das Kind eine Wohnung im Mittag. Scheiße, ich glaube, ich höre schon was. Ey, hör mir mal zu. Wenn du dann auch noch einen Job oder eine Lehrstelle finden würdest, dann könnten wir auch eine Wohnung zusammenkriegen. Cool. So, Kleidergeld und Essenzulage. Bitte schön. Ey. Cool. Ich will eine sportliche Ratte, die erste, die ins Rad geht. Oh, oh, lass sie in Ruhe! Oh, die will ich auch. Ah, geil! Und Pommes! Die Mannschaft! Geil! Nur 1,99! Hey! Hi, Alex. Hallo. Alles klar? Bestens. Und selber? Ja, ja. Alles klar. Wo ist denn die Kasse? Da hinten. Ich muss dir noch was erzählen. Was? Weißt du noch die Nacht bei mir auf dem Dach? Also, das ist Gummifutter gegangen, es ist geplatzt. Wieso hast du nichts gesagt? Naja, ich wollte dir keinen Schrecken einjagen. Und außerdem habe ich gedacht, es ist eh nichts passiert. Und du glaubst, dass was passiert ist? Ja. Na, dann ist ja alles bestens. Genau. Inge meint, dass du Patenkante wirst. Ja, oh, cool. Hallo. Sag mal, glaubst du, Engel packt das mit dem Vater sein und so? Wieso nicht? Schatz! Jetzt zieh mal bitte da drauf, ja? Oh, dass du dich unten verkühlst. Ihr seid so geil. Oh. Voll der Papa. Du kennst ihn im Kinderkriegen schon besser aus als ich. Das ist total süß, der hat da so Bücher gelesen. Sagt man eigentlich, wenn man geschwängert wird? Ich meine, ist das irgendwie besonders? Ja klar, Mann, da muss das Rohr dann so super tief drinstecken, dass du regelrecht explodierst und dann kriegst du so den Riesenorgasmus. Oh. Ja, aber wieso habt ihr denn keinen Gummi genommen? Mit Gummi ist doch auch voll scheiße. Wenn dann ziehen sie nicht rechtzeitig wieder raus, dann sind sie noch küssen. Bleibt das scheiß Gummi auch noch in der Möse hängen, oder? Ja, auf jeden Fall. Der Schwanz wird gleich wieder schlapp beim Drüberziehen. Das ist auch so. Auf jeden Fall, das ist auch so ungeil. Ihr müsst den scheiß Bräser gleich mit dem Mund drüber machen. Ja, weißt du? Zeigen. Hat jemand einen? Ja, der ist ja hoch und rot. Yeah.
geiler Bauch. Sex ist nämlich total gut. Mhm. Der trainiert und massiert die Geburtswege. Isst du nix? Ach, lass riechen. Du hast echt keine Kippe hingeschmissen? Ach du Scheiße. Hawaii in Flammen! Ach du Scheiße. Oh mein Gott, Schatz! Schatz, ich helfe dir! Ich bin bescheuert! Komm mal her, mich nur. Ey, was ist denn hier los? Ey, das gibt's doch alles nicht. Bin ich hier in der Piepshow oder was? Yeah, Baby! Ey, Mann, das ist eine Privatwohnung hier. Das ist sozusagen eine private Angelegenheit. Mach dich mal locker. Wer redet eigentlich mit dir? Mann, ey, was eine Sauerei. Langsam reicht's mir. Wieso ist dieser Typ schon wieder da? War wieder über Nacht hier? Mann, das ist kein Typ, das ist Engel und der Papa von meinem Kind. Wenn du das nicht auf die Reihe kriegst... Stopp! Diese Einrichtung nennt sich betreutes Wohnen für Mutter und Kind. Und ich dachte eigentlich, du hättest die Regeln verstanden. Mann, ich scheiß auf die Regeln, weil das Scheißregeln sind. Genau, ein Kind ohne Vater, was ist denn das für eine Scheiße? Wir hatten dir deinen Job gegeben, hast du irgendeinem Sesselpupse eingeblasen? Ja gut. Wenn ihr euch mit mir anlegen wollt, kein Problem. Ey Mann, es ist ein Knast hier, es ist ein verfickter Knast, oder? Ist doch ein Scheiß, Scheiße, lass mich jetzt! Joe, jetzt sag ich dir mal was. So wirst du dein Kind garantiert nicht behalten. Ach ja? Dann pass mal auf. Bevor du unser Kind kriegst, bring ich dich um, klar? Inge, komm. Nein! Ey, den Spiegel bezahlt er. Und wenn er noch einmal hier auftaucht, dann hole ich die Polizei. Leck mich. Geht es wirklich so, Schatz? Ja, klar, das kleine Stückchen tapp ich noch. Okay. Und dann machen wir es uns gemütlich. Ist doch nicht mal kalt, weil ich hab eine Plane drüber gezogen. Ach, da. Cool. Scheiße, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Mann, Scheiße! Der Muttermund öffnet sich auf rund 10 cm. Das kann beim ersten Kind mehrere Stunden dauern. Wichtig, jetzt in Bewegung bleiben, dann geht's schneller. Gegen Ende dieser Phase rutscht... Was ist denn los? Geht's los? Nein, ich hab Rückenschmerzen. Was? Warte, ich massiere dich. Tomato. Das ist schon ganz schön Power, oder? Harter. Er übt den ganzen Tag Karate. Der hat wirklich ganz schön Power. Weißt du, wie er heißt? Nee, ich kann mich nicht entscheiden. Moses. So wie der Typ aus der Bibel. Den wollten sie das Baby auch umbringen und der mehr Power als irgendjemand anders. Braucht er auch. Krankenhaus, dann ist alles gut. Du musst nur noch mit da vorne zum Taxi, okay? Noch ein paar Meter, okay? Ich kann es nicht. Es wird alles gut. Es wird alles gut. Okay?
Ich muss jetzt nur in dieses Taxi einsteigen und dann wird alles gut. Okay? Ich hab Angst. Ich weiß schon mal, so eine Geburt ist super easy. Mach dir keine Sorgen, okay? Rein vor danach! Moses kann nicht auf dem Friedhof krabbeln lernen. Ja, natürlich nicht. Ja, wo sollen wir denn hin? Schatz, ich war beim Arbeitsamt, okay? Ich hab den perfekten Plan. Was für ein Plan? Ich werde einen Job haben. Es wird alles cool sein. Du musst mir einfach nur vertrauen, okay? Alles okay? So, du gibst das Gas, aber fahr verdammte Scheiße vorsichtig, klar? Mensch, Mann, nicht so ein Zirkus. Was reinkommt, geh doch raus. Oh. Alles klar, Schatz. Ich glaube, ich klappe weg. Fahr dich schon mal vor, ich komm nach, ich schwör's. Was? Mann, ich... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich komm nach, okay? Ganz wunderbar machen Sie das. Also so viele Bücher gelesen und dann verpasse den besten Teil. Gut. Ich bin jetzt gut. Und noch einmal tief ausatmen. Oh Scheiße, ich muss fressen. Nimm sich den Stuhl und setz dich hinter sie, dann könntest du sie besser stützen. Okay. Sie. Kannst du auf Deutsch mit mir reden? Hier für dich. Cool, danke. Falls es mal langweilig wird. Ich wollte mich entschuldigen. Ist ein bisschen spät, findest du nicht? 9 Monate. Hey, darf ich ihn einmal nehmen? Hey, warum hast du mir nie was gesagt? Was denn? Du bist nicht sein Daddy. Höchstens vielleicht biologisch.
Außerdem bist du mir auch nicht gerade auf Schritt und Tritt gefolgt. Sie suchen eine Küchenhilfe? Hallo? Ich bin da. Sie haben nichts heiß, Armee. Und tschüss. Das ist lecker. Haben Sie zufällig eine Stelle frei? Also, ich habe meine Lehre als Kfz-Mechaniker angefangen. So rumschrauben, Kühlwasser nachfüllen, Reifendruck messen, das ist alles kein Problem. Wir sind eine Tankstelle, keine Autowerkstatt. Ja, ich setze mich auch hinter die Kasse, wenn es sein muss. Ja, das glaube ich wohl, wa? Und Engel, was ist jetzt? Was soll denn sein? Ey, der ist so süß. Und morgen werde ich entlassen. Engel, zieh mir dann auf den Friedhof oder was? Ich geh schon nächstes Zimmer. Wie, du hast schon ein Zimmer? Wieso sagst du dann nichts? Morgen Abend, wenn ich euch abhole, habe ich was klar gemacht. Okay? Gut. Danke. Aber auf Probe. Und hat's geschmeckt? Das macht 38 mal 50. Oh, vielen herzlichen Dank. Kommst du, hat ihm geschmeckt? Sehr lecker. Gut. Ja, Kommst du, hat ihm geschmeckt, ja? Ein Doppel. Gut. Und? Ja. Was ich mal fragen wollte. Wäre es vielleicht möglich, dass ich heute Abend einen kleinen Vorschuss kriege? Nicht viel, nur so. Ja, dein Trinkgeld. Das ist zu wenig, ich brauche mindestens 150. Sag mal, weiß ich, ob du morgen wiederkommst? Eine Woche, so lange muss noch durchhalten. Ey, meine Frau dreht durch, wenn ich bis heute Abend nichts klar gemacht habe. Hast du ein Problem? Ja, habe ich. Ich habe ein kleines Baby, das ist ein paar Tage alt und das kann ich auf der Straße pennen. Ja, und Josef, ne? Und man willst mich verarschen? Dann verreck doch dann, du Arschloch! Vier Malaka! Weg schon! Hallo! Na los, mach die Kasse auf! Na Scheiße, nimm die Knarre runter. Jetzt mal, du Arschloch! Kannst du mich abknallen? Fuck! Scheiße, verarschen kann ich mich alleine. Klar. Ich hab alles geregelt. Wie siehst du eigentlich aus? Super, oder? Ein Taxi? Hast du eine Bank überfallen oder was? Was ähnliches. Hey, Rasta, alles klar? Abhauen. Dame? Zum Bahnhof, bitte. Zum Bahnhof? Na klar. Wir fahren jetzt in die Berge, wird ja langsam Zeit, oder? Echt? Hast du gehört? Wir fahren in die Berge, Moses. Wir fahren nach Tirol. So, gib mir jetzt ein bisschen Gas, ja, aber wir haben es eilig, okay? Genau. Hände am Rücken.
Grunde ist es doch ein Glück, dass er jetzt im Knast sitzt. Dann kann ich das Kind wenigstens probeweise in deiner Obhut lassen. Kann ich Ihnen was anbieten? Kaffee, Tee oder... Gerne. Ich glaube, der erkennt mich schon. Du bist ja auch oft genug da. Mal, willst du eigentlich, dass wir heiraten? Willst du? Ich weiß nicht. Ich mag das gerade nicht so. Wegen der Milch. Schatz, das Einzige, was mich hier im Leben hält, ist der Gedanke an dich und Moses. Ich liebe dich. Wo bist du? Warum schreibst du nicht? Ich will mit euch in die Berge fahren. Engel. Ich glaube, es gibt gar keine Berge. Aber wenn ich Moses ansehe, weiß ich, dass es eine Zukunft gibt. Bitte schreib mir nicht mehr. Und nach der Schule? Ja, das gleiche wie jetzt. Profiskater. Oh. Oh. Also, darauf, dass wir vielleicht mal sowas wie eine Familie werden. Kann ich jetzt gleich mal ein Video reinschieben? Was ist das denn? Was Horrormäßiges. An Weihnachten? Passt doch. Also ich hätte noch ein Skate-Video. So was mit Rollstühlen. Mann, Süße, was ist denn los? Tolles Weihnachtsgeschenk. Ist doch echt erotisch mit den Spitzen. Als Mutter kannst du eh nicht mehr ohne rumlaufen. Hab ich schon Hängetitten? Hey. Kriegst du sonst aber... Kommst du sowieso nicht rein. Johanna Spatz, gehst du bitte? Nee, oder? Die haben mich rausgelassen bei Weihnachten. Uns später treffen. Schatz, ich brauch dich. Das ist Django Junior. Wer ist denn da? Klingelstreich. Du kannst jetzt echt nicht reinkommen. Dann komm mit. Das geht jetzt nicht. Schatz, ich brauch dich jetzt sofort. Frohe Weihnachten.
Was wollen Sie? Sie haben meine Tochter schon genug runtergezogen. Ich liebe John, das kann mir niemand verbieten, klar? Meine Tochter feiert Weihnachten mit ihrem Verlobten. Das ist Quatsch. Engel! Engel! Was willst du, Geld? Du Arschgesicht! Was soll denn das? Engel, hör auf mit dem Quatsch! Oh. Engel, bitte, bitte, bitte aufhören, Engel! Schlappe! Mann! Wenn du jetzt gehst, machst du dir dein Leben kaputt. Tu doch nicht so, als ob dich das irgendwie interessiert. Wasser, bleib hier. Komm. Engel! Kann ich den Kleinen mal sehen? Was ziemlich cooles klar gemacht. I want you to get out now. I want all of you to get up out of your chairs. Aufgewacht
Und dann habe ich aus dem Fenster geguckt. Und dann war da ein riesengroßer schwarzer Berg. Und nur auf dem Gipfel, da schien die Sonne. Musste ich sofort rauf. Ohne Frühstück, ohne alles. Ich dachte mir, in einer Stunde bist du bestimmt oben. Ich war erst am Abend wieder da. Schuhe, Hose, Hände, alles völlig im Arsch. Die haben schon den Bach nach mir abgesucht. Ich will endlich mit dir und Moses dahin. Wenn du oben auf so einem Berg stehst, das ist die totale Freiheit. Ausweiskontrolle. Komm, außer. Ja, Ausweise bitte. Ausweis. Ich habe keinen Ausweis. Eine Person, Spieker, 02384. Ja, hier ist es. Kindernotdienst. Wir nehmen jetzt das Kind mit. Ach, wieso denn? Nein, nie! Bitte. Hey, lassen Sie mal unser Kind. Die polizeiliche Maßnahme leisten Sie voll. Nein, lassen Sie ihn los, ihn tun ihm weh. Was ist los? Scheiß Junkies. Bescheuert hältst du mich eigentlich? Kann deine Freundin nicht selber anschaffen gehen? Leck mich! Fick dich! Hast du vielleicht noch eine Mark? Ich darf ihn nicht mal sehen, ohne so einen scheiß Antrag zu stellen. Was ist los? Ich muss für einen Antrag stellen, um Moses zu sehen. Was ist denn für ein Antrag? Seid nicht doch lieber zu fick! Nicht mehr. Echt? Hey, spinnst du? Willst du den Mord anfangen lassen? Ist jetzt auch schon egal, oder? Du kannst ihn doch nicht einfach so liegen lassen. Und jetzt komm! Wo sind wir gelandet?
Was für eine Kacke ist für dich normal? Du hast noch nicht gesagt, wie viel. 150. Aber nur mit der Hand. Nein. Du bist teurer. Weil du einfach unheimlich schön bist. Nix. Entziehen. Wir fahren mit dem Geld in die Berge. Lass uns gehen, okay? Wir fahren nach Tirol. Bitte. Yeah.
Borderline and schizo, a guaranteed deposit.